JFT, just fair and direct. So, dann wünsche ich doch mal einen verehrten, schönen, guten Abend in die erlauchte Runde. Ich sehe, der Raum fühlt sich prall und das ist gut so. Sehe auch, wir haben heute den lieben Felix schon zum Zuschauerkreis, wollte ich gerade sagen, hinzugefügt. Nein, er ist natürlich schon da, würde auch gleich bekanntermaßen das Bild rübergeben beziehungsweise die Kamera einschalten und checke jetzt erstmal den Sound mit dem lieben Felix. Hey Felix, bist du schon zugegen? Grüße an der Stelle. Ja, hallo, schönen guten Abend. Hey, wir haben sozusagen den Event begonnen und so wie ich das sehe, beschließen wir sozusagen diese Webinar-Reihe hier in 2022. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir zugegen zu sein. Du hast bestimmt wieder das eine oder andere mitgebracht und insofern würde ich, wenn es dir beliebt, natürlich den Bildschirm dann auch wieder rübergeben wollen. Gerne. Super. An der Stelle, Leute, ihr wisst das, mit Ride haben wir seit Jahresanfang ja eine Kooperation gestartet, die ihr dann auch hier übrigens bei uns auf der Website im Rahmen der Einzahlungsmethoden indirekt finden könnt. Da gibt es nämlich diese Special, wo ihr einfach auch, und das weiß ja der Felix nur zu gut, eben das kostenlose Erstgespräch zur Verfügung steht, was ganz großartig ist, um auch mal abzuchecken, was natürlich Sinn macht im Rahmen einer Kooperation, im Rahmen der Nutzung der vermögensverwaltenden GmbHs. Und da sind wir heute ja mit Blick auf 23 sozusagen hier in der Zielgeraden unterwegs. 22 nähert sich dem Ende. Insofern finde ich es klasse, dass Felix die Zeit findet. Und ich gebe dir direkt mal die Moderatorenrechte rüber und alles Weitere erschließt sich sogleich. Gerne. So, liebe Leute, nicht wundern, jetzt wird das Bild kurz weggehen und der Felix macht praktisch seine Monitorauswahl. Oder aber mir fällt gerade ein, der Felix arbeitet ja auch immer gern mit der Webcam. Ich glaube, da habe ich jetzt meine sozusagen, jetzt meine ich auch aktiviert. Ich müsste möglicherweise zu sehen sein. Ja, bist du tatsächlich. Guck mal, ob ich den da auch direkt folge. Sehr gut. Da ist der Felix. Super. Ich hatte nämlich in Erinnerung, Felix, dass wir uns tatsächlich auch beim ersten Mal face-to-face hier sozusagen auch in die Augen haben sehen können. Und genau, es soll ja nicht primär um uns gehen, sondern auch um das Thema. Und insofern, du hast es auch direkt schon per Slide hier hingepackt, Trading Steuern 23. Wir sind von dieser Future-Geschichte nicht ganz so betroffen, aber das ist natürlich trotzdem auch ein Thema, was sicherlich auch viele Teilnehmer umschifft oder auch bewegt. Und vielleicht noch eine kleine Info vorab. Wir werden, wie gesagt, heißt das so schön, mehr Qualität statt Quantität forcieren im nächsten Jahr. Wir werden diese Webinare ein Stück weit reduzieren von ihrer Frequenz her, aber dann umso mehr mit Inhalten in 23 füllen. Nur, dass ihr das schon mal wisst, für die alle, wo ihr jetzt praktisch zuschauen. Und dann würde ich sagen, ich klinke mich dann gleich mal ein Stück weit in den Background. Für Fragen würde ich den Chat im Auge halten. Felix, wenn du magst, würde ich dann zum Ende wahrscheinlich wieder ein Stück weit was vortragen dahingehend oder magst du es zwischendrin? Also immer gerne zwischendrin, wenn es thematisch passt, sonst haben wir aber am Ende auch noch Zeit und dann nehme ich am Ende auch alles, was dann noch relevant ist. Ja, aber es ist super, wenn du das moderierst, dann kann ich mich einfach auf die Antworten und auf die Inhalte konzentrieren. Ganz genau, ganz genau. Nee, deswegen bin ich auch da. Wie gesagt, du bist hier der Fachmann, das freut mich. Wir sind, wie gesagt, der Marktzugang, haben hier eine schöne Kooperation gestartet, die sich noch ausbauen lässt. Ihr hattet ja auch einen tollen Event dieses Jahr mit einer anderen Broker-Gemeinschaft, sage ich mal. Da will ich auf jeden Fall noch ein paar Inputs dann in Kürze mal ernten. Felix, muss auf jeden Fall ein Mega-Event gewesen sein. Und ja, bei uns hat sich auch einiges getan und ich sag mal, die Synergien werden nur mehr und mehr wachsen. Aber the stage is yours. Ich klicke mich mal so ein Stück bei den Background und Leute, wie gesagt, wenn es thematisch passt, würde ich Felix dann immer gleich die Frage auch stellen, die ihr mir hier durch den Ether schickt. Ansonsten zum Ende hin nutzt gern hier diese Chat-Funktion. Okay, dann wollen wir starten. Ja, los geht's. So. Dann, ja, einmal der wichtige Risikohinweis, ja. Wir geben heute keine Trading-Tipps, ja. Es sind alles Marketing-Inhalte und alles, was wir hier verwenden, sind nur Beispiele. Also bitte, wer da wirklich einzeln eine Beratung möchte oder so, das ist nicht Ziel dieses Webinars, sondern uns geht es darum, euch allgemeine Inhalte zu vermitteln. Und
Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Felix, wir sind der zwei Gründer von Ride. Ich habe Ride vor 2,5 Jahren mit meiner Mitgründerin Christine gegründet. Vorher war ich bei einem Immobilien-Private-Equity-Fonds und davor hatte ich eine Softwarefirma namens NewStore, die ich 2016 verkauft habe. Und wie bin ich zu dem ganzen Thema gekommen? Naja, ich habe meine Vermögensverwaltung in GmbH seit 2008. Als ich dann meinen Exit hatte, war das sehr praktisch, dass ich es nicht privat hatte, weil ich dadurch viel weniger Steuern gezahlt habe und dementsprechend auch dann von meinen Exit-Erlösen wieder mehr anlegen konnte. Und generell ist das, generell habe ich mich aber all die Jahre immer sehr über Steuerberater geärgert. Es kam dann irgendwann so, dass viele meiner Freunde mich immer wieder gefragt haben zu dem Thema. Und ich habe dann irgendwo, Christine und ich haben irgendwann gesagt, okay, wir bauen jetzt ein Produkt, wir haben keine Lust mehr, alle Fragen einzeln zu beantworten. Und daraus ist dann Ride entstanden. Und vielleicht erstmal ganz kurz so ein bisschen zum Einstieg die Philosophie, bevor es in die Details geht. Also generell muss man einfach sagen, Steuern sind die größten Kosten eines jeden Deutschen. Ja, also es kommt vor, Wohnen, das kommt vor Lebensmitteln, das kommt vor Transportation. Ja, und die meisten Leute akzeptieren das einfach immer als Gott gegeben. Aber das ist es nicht. Man kann da wirklich eine ganze Menge machen und gestalten. Und das ist dann auch wirklich der größte Hebel. Und die beste Gestaltungsmöglichkeit, die es gibt, ist einfach nicht mehr privat investieren, sondern eben über eine GmbH. Warum das Sinn macht, da kommen wir gleich im Detail zu. Und am Ende ist die Mechanik ganz einfach. Ja? Wenn ihr Steuern spart, dann habt ihr mehr Geld übrig, könnt mehr reinvestieren und dadurch baut ihr mehr Vermögen auf. Also dieser Zinseszinseffekt ist dann einfach gegeben. Und das ist eigentlich auch schon alles von der Mechanik. Allerdings geht es jetzt noch in die Details. Viele von euch haben wahrscheinlich den Begriff VV oder Vermögensverwaltende GmbH mal gehört. Mir ist wichtig zu betonen, das ist rein umgangssprachlich. Es ist also nicht so, dass es verschiedene GmbH-Arten gibt, sondern es ist einfach umgangssprachlich wird das benutzt für eine Gesellschaft, die nicht operativ tätig ist, sondern die man nutzt, um Vermögen anzulegen und Assets zu kaufen, die man sonst privat halten würde. Aber generell handelt es sich hier um eine ganz normale GmbH. Es gibt auch viele andere Begriffe, die sich so eingebürgert haben. Spardosen GmbH, Trader GmbH, Immo GmbH. Aber wie gesagt, es ist immer das gleiche Rechtskonstrukt. Und alles, was ich heute erzähle, gilt übrigens für alle Kapitalgesellschaften, denn alle Kapitalgesellschaften in Deutschland werden gleich behandelt. Die GmbH ist einfach die praktischste davon und die am meisten Sinn macht zur Vermögensanlage. Deswegen werde ich immer von GmbH sprechen. Ganz wichtig, das Ganze gilt nicht für Familienstiftungen. Ja. Wer sich mit Familienstiftungen beschäftigen will, dazu gebe ich auch ab und an Webinare. Das ist aber ein ganz anderes Thema. So, fangen wir mit den Grundlagen an. Und wie gesagt, stellt gerne Fragen. Ihr habt hier die Chance. Ich muss hier nicht einfach durchrattern, sondern ihr könnt wirklich auch das fragen, was euch bewegt. Kommt wahrscheinlich jetzt, wenn wir tiefer einsteigen. So, das Erste, was man mal verstehen muss bei einer GmbH, ist das ganze Thema Kosten. Denn es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen Kosten im Privaten und Kosten im Betrieb. Privat, kennt ihr das, zahlt ihr Steuern auf Einkommen. Also ihr kriegt eine Dividende, davon wird sofort die Abgeltungssteuer 26,375% abgezogen und ihr kriegt am Ende nur 74% ausgeschüttet. Und alles, was ihr geltend machen könnt, ist der Sparer-Pauschbetrag von jetzt demnächst 1.000 Euro, dieses Jahr noch 801 Euro, aber ihr könnt gar nicht eure realen Einnahmen geltend machen. In der GmbH ist es grundsätzlich anders. Ja. In der GmbH versteuere ich keine Einnahmen, sondern Gewinne. Das heißt, ich habe meine Einnahmen, zum Beispiel Dividende, dann habe ich Kosten, Firmenwagen, Software-Tools, Laptop, Internet und so weiter. Und auf den Gewinn, der dann übrig bleibt, auf den zahle ich dann die Steuer. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil wenn ihr privat einige Trading-Tools nutzt, ich weiß nicht, TradingView oder Fortbildung macht, dann bleibt ihr am Ende drauf sitzen, ja, weil diese 1.000 Euro
Sparerpauschbetrag, da kommt man ja nicht weit mit. Und in der GmbH könnt ihr eben alle Kosten komplett geltend machen. Jetzt ist immer die Frage, die ja gestellt wird, wie funktioniert das mit allen Kosten? Nee, ihr könnt nicht euren privaten Einkauf da reinrechnen, aber ihr könnt alles machen, was mit der Gewinnerzielungsabsicht zu tun hat. Absicht ist wichtig, also auch ich mache viel Immobilien. Ich habe auch mal Anbahnungskosten, ja, wo ich zum Beispiel hergehe und möchte, lass vom Architekten Gutachten machen und kaufe ich die Immobilie nicht. Dann kommt das natürlich trotzdem da rein. Und die Standardsachen, die man einfach braucht, um eine Firma zu haben, also Büromaterial, Internet, Rechner, Steuerberater, Reisetätigkeiten, Beratungskosten, Fortbildung, das ist alles überhaupt gar kein Thema. Ja. Und privat zahlt ihr sowas alles eben von versteuertem Geld. Und ihr wisst ja, sind ja mal 50% weg. Und das tut dann richtig weh, weil dann war eigentlich jede Ausgabe doppelt so teuer. Und noch ein kleiner Exkurs. Ich sage eigentlich immer, dass sich die GmbH schon lohnt für den Firmenwagen. Jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, was denn der Firmenwagen mit der Gewinnerzielungsabsicht zu tun hat, wenn ich einfach nur trade. In dem Fall gar nichts. Ein Firmenwagen, so wie wir den hier vorstellen, ist Vergütungsbestandteil des Geschäftsführers und der muss dann mit dem sogenannten geldwerten Vorteil versteuert werden. Klassischerweise war das früher 1% vom Bruttolistenpreis, den man sozusagen jeden Monat fiktiv auf seine Lohnabrechnung aufschlägt und auf die man dann Steuern zahlt. Der Gesetzgeber hat aber mittlerweile Elektroautos begünstigt. Also auch da, und man zahlt nur 0,25%, wenn das Elektroauto günstiger als 60.000 Euro ist. Und wenn man sich das anguckt, das ist übrigens mein Beispiel, also ich fahre genau dieses Auto und ich habe auf meiner Lohnabrechnung 64 Euro im Monat stehen, die ich versteuern muss. Also die ich an Steuern zahle, gleichzeitig zahlt aber die Firma alles vom Scheibenwischer, Gummi bis, ich war heute noch in der Waschstraße, ja, die Waschstraße heute hat 50 Euro gekostet. Und das lohnt sich einfach. Ja, das, also im Prinzip, wenn ihr ein Auto in dieser Preisklasse fahrt und wenn das noch ein Elektroauto ist, dann lohnt sich die GmbH schon dafür. Genau, mal eine ganz wichtige Übersicht, also Verbrenner 1% Bruttolistenpreis, Hybrid 0,5% und eben batterieelektrisch 0,25% bis 60.000 Euro Bruttolistenpreis. Ja, das wollte ich noch einmal darauf hinweisen. Ja. Auto, spannendes Thema, da hatten wir uns auch unterhalten, wo wir praktisch uns persönlich haben treffen können. Ich habe aber jetzt auch direkt zwei Fragen schon in den Chat bekommen, weil es eben gerade jetzt um den Start ging des Themas. Wenn du es später nochmal aufgreifst, vielleicht direkt dann mal bemerken. Ansonsten, die erste Frage ist hier, wie ist die Gestaltung denn bei einem Einzelunternehmen? Jetzt wäre ja die Frage, die du vielleicht zurückwirfst, was meint er damit? Ist das jetzt praktisch ein Freelancer oder ist es eine wirtschaftlich selbstständige Person? Also generell ist das so, dass man als Einzelunternehmer, also entweder als eingetragener Kaufmann, GbR, OAG, KG, das sind alles Personengesellschaften. Und da liegt man, da kann man zwar alle Kosten geltend machen, aber man wird immer noch, man unterliegt immer noch der privaten Einkommensteuer. Das heißt, das ist halt, bringt am Ende keine Steuervorteile, weil ich einfach weiterhin privat besteuert werde. Mhm. Genau so ist es. Also deswegen, auf Kapitalgesellschaften ein und nicht auf Personengesellschaften oder Einzelunternehmen. Ich denke, damit hast du die Frage wahrscheinlich punktuell beantwortet. Der nächste Punkt ist einer, den du sicherlich häufiger hörst. Den könnte ich sogar schon aus der Erfahrung halber beantworten. Den wirst du wahrscheinlich auch schnell beantworten können. Das wäre praktisch jetzt gleich das, was kommt. Und danach ist noch die Frage, wie ist es denn bei Leasing nochmal bezogen auf den Firmenwagen und den geldwerten Vorteil? Vielleicht kannst du das dann nochmal abschließend erwähnen. Man versteuert den Bruttolistenpreis, ja, so normal, die Firma zahlt die Leasingkosten. Genau. Da haben wir es schon, lieber Albert. Ich hoffe, das war Klarheit. Und ansonsten, der Rainer fragt in dem Kontext, wo ich sage, das hast du sicher häufiger gehört schon, der Start einer UG, also praktisch der Vorschritt zur GmbH oder dergleichen, warum ist GmbH besser? Ja, also erstmal, wir betreuen auch UGs, wir gründen nur keine. Meine Mitgründerin Christine hatte früher eine UG.
Und eine UG hat den Nachteil, man darf nur 75% der Gewinne ausschütten. Es sei denn, man wandelt sie in eine GmbH. Also die UG ist eigentlich darauf ausgelegt, zur GmbH zu werden. Und wir haben die harte Erfahrung gemacht, dass die Umwandlung einer UG in einer GmbH mehr Notarkosten verursacht als eine Neugründung einer GmbH. Das heißt, ich habe die Gründung der UG, dann nochmal die Umwandlung, ist einfach teurer. Und letzten Endes ist es auch so, der Grund, warum man eine UG macht, ist ja, weil man das Stammkapital nicht ganz einzahlen will. Das Stammkapital bei einer GmbH liegt bei 25.000 Euro. Aber ganz ehrlich, wer keine 25.000 Euro hat, der braucht auch keine GmbH, weil die GmbH oder auch die UG verursachen ja jährliche Kosten. Und ich brauche schon ein gewisses Vermögen, damit meine Steuerersparnis größer ist als die laufenden Kosten. Und deswegen sehen wir keinen Nutzen in der UG für Vermögensanlage. Ich sehe da viel Nutzen drin, wenn man eine operative Gesellschaft hat. Auch so für die Gründerholdings alles gut. Aber für unseren Kontext Anlage in Wertpapieren macht das einfach keinen Sinn. Da hast du im Prinzip, Felix, danke für die Aufklärung. In der Tat ist das tatsächlich auch mal der Kostenfaktor. Aber schon auch direkt jetzt im Abschlusssatz die Holding erwähnt. Denn hier kam nämlich die Frage vom Jörg. Zuerst eine Holding gründen und die erste VV GmbH, dann die zweite etc. etc. Gibt es da einen Fahrplan oder ist das hochgradig individualisiert? Ich denke, das wäre vielleicht ein Kandidat auch für ein Einzelgespräch, aber möglicherweise gibst du hier schon mal vorab eine Info dahingehend. Holdings machen Sinn für operative Unternehmer, nicht für Leute, die einfach die vor allem Vermögen anlegen. Warum das so ist, würde ich ein paar Slides später erklären wollen, wenn ich nochmal auf den Paragraph 8b eingehe. Der kommt gleich. Perfekt, dann hätten wir sogar schon tatsächlich die ersten Fragen abgeräumt, wie es schon schön heißt. Und genau, the stage is yours, dann fahren wir mal fort. Ja, ich will euch jetzt einmal ganz kurz den Unterschied zeigen zwischen dem Effekt von Kosten. Ich habe hier einfach mal ein Beispiel gemacht. Ihr seht, ich habe 90.000 Euro Dividendeneinnahmen. Ich habe hier mein Auto mit 22.000 Euro im Jahr. Ich habe ein paar Software-Tools da drin. Ich habe Zinsen drin, ja, weil ich, also Zinskosten. Ich habe hier die GmbH-Verwaltung drin, ich habe hier mal was reingepackt für Fortbildungen und ein bisschen Geschäftsreisen. Wenn man das addiert, kommt man hier auf 51.000 Euro Gewinn. Darauf wird der Steuersatz angewandt, hat man jetzt zu zahlende Steuer, bleiben 35.000 übrig. Privat kann ich diese ganzen Kosten hier nicht geltend machen. Sondern privat habe ich noch, also demnächst 1.000 Euro, noch 801 Euro, kommt der Gewinn raus, den ich mit 26,375 versteuere. Ich habe hier, seht ihr übrigens, die Kosten für die GmbH habe ich hier weggelassen. Ja, also das ist schon teurer. Ich habe hier mehr Kosten. Und dann seht ihr, bleiben hier nach der Steuerzahlung 31.000 Euro übrig. Das heißt, nur dadurch, dass ich die Kosten, die ich eh habe, ja, in die GmbH schiebe, habe ich hier 4.000 Euro Kosten, also 4.000 Euro mehr Liquidität im Jahr, weil ich weniger Steuern zahle. Und das ist eben der Effekt davon, Kosten zu verlagern. Privat geht da halt nichts. Ja. Privat habt ihr halt hier diesen Sparerpauschbetrag. Und so viel erstmal zu Kosten. Wir haben bei uns auf der Webseite einen Aktienrechner. Da kann man das vergleichen, da kann man einfach mal angeben, welche Summe man wie lange investiert und so weiter. Da soll es jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber wir haben hier mal die gleichen Parameter eingegeben mit einem Unterschied. Also 100.000 Euro Depot, 15 Jahre ansparen und dann abbauen. Und ihr seht, hier haben wir keine Kosten angesetzt, da ist die GmbH ganz nett. Hier haben wir 1.000 Euro im Monat Kosten angesetzt und ihr seht, man kommt dann fast 6 Jahre weiter. Das heißt, dieser Effekt der Kostenverschiebung ist wirklich, wirklich stark. Guckt euch das gerne mal an, riot.capital/Aktienrechner. Da könnt ihr selber mal mit den Zahlen spielen. Aber unterschätzt die Kosten nicht. Also nicht die Kosten der Gesellschaft, sondern wirklich die Möglichkeit, Kosten steuerlich abzusetzen.
Da kommt ein wichtiger Punkt, Felix. Ich interrupte gleich mal, weil es generell auch zum Thema passt, wenn ich dich jetzt nicht aus dem Flow hole. Gerade Steuersitze. Alles gut, super. Fokus, und zwar Andreas fragt nämlich, und das ist auch generell sicherlich eine thematische Frage, das Geld ist ja praktisch in der GmbH, soweit klar. Wenn allerdings das Ganze rausgezogen wird, muss man es ja dann doch wiederum versteuern. Also es macht eigentlich nur Sinn, wenn es denn in der GmbH bleibt oder nicht. Nicht ganz. Also du hast, also ja, wir kommen auch nochmal auf die Auszahlung, aber generell ist das so, das Geld, was du der GmbH gibst, das gibst du als Gesellschafterdarlehen. Und das heißt, wenn die Firma Überschüsse macht, kann sie das Gesellschafterdarlehen runtertilgen und dann kriegst du das Geld wieder. Das heißt, das Geld, was du einmal in die GmbH gesteckt hast, kommt steuerfrei zurück. Und erst wenn das aufgebraucht ist, muss es dann versteuert werden. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten zu, entweder Gehaltszahlung oder Ausschüttung oder aber eben die Möglichkeit, ja, was immer am besten ist, ist nicht ausschütten, sondern zum Beispiel lass halt mehr Geschäftsreisen über die Firma laufen. Ja. Fahr zu einer Hauptversammlung und werd da einfach ein bisschen clever. Ja. Mein Internet zu Hause, mein Laptop, das zahlt halt alles die Firma. Also erst die Idee ist immer, muss ich es überhaupt entnehmen? Weil ich will ja mein Handy hier überhaupt nicht besitzen. Ich will es ja einfach nur benutzen. Privat. Und ja, also wie gesagt, erstmal überlegen, kann ich Sachen in der Firma anschaffen? Zweitens, Gesellschafterdarlehen rückführen und erst dann komme ich in den Steuerbereich. Zeige ich aber gleich auch nochmal. So, jetzt gehen wir einmal auf das schöne Thema Steuer an. Also ich mache es mal einfach. Privat gibt es eigentlich zwei Arten von Steuern, die man zahlt. Entweder die Abgeltungssteuer mit diesen 26,375% oder Einkommensteuer. Einkommensteuer geht in Deutschland hoch bis 47%. Also richtig, richtig hoch. Und es gibt manchmal bei Fonds, gibt es sogenannte Teilfreistellungen, geht die Steuer ein bisschen runter. Allerdings geht die runter, weil der Fonds schon Körperschaftsteuer zahlt. Also hat man da nicht wirklich was gewonnen im Vergleich zu Einzelaktien. Und das ist eben die Situation, privat, ja. Also in den ganzen Wertpapieren sind wir eigentlich immer in der Kapitalertragssteuer, auch Abgeltungssteuer genannt. Und die liegt bei 26,375% inklusive Solidaritätszuschlag, der da nicht abgeschafft wurde. Und eine GmbH hingegen wird ganz anders besteuert. Eine GmbH unterliegt eigentlich drei Steuersätzen, ja, der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer. Auf die Körperschaftssteuer kommt nochmal der Soli. Die Gewerbesteuer, also Körperschaftssteuer ist deutschlandweit bei 15% und die Gewerbesteuer ist bei 3,5%. Allerdings fügen die Gemeinden dort einen sogenannten Hebesatz zu. In Berlin liegt der bei 410%, da kommt man ungefähr auf 14%. Und ihr seht, im Schnitt liegt so eine GmbH bei 30%. Die Hebesätze variieren ein bisschen. Ja, München ist doppelt so teuer wie hier Berlin-Schönefeld. Ich rechne jetzt im Folgenden immer mit den 30% weiter. Wenn jetzt sagt man, okay, 26% privat, 30% GmbH, dann ist die GmbH vom Steuersatz schlechter, allerdings günstiger, weil ich Kosten ansetzen kann, sprich die Steuerbasis ist ein bisschen niedriger, aber das Schöne ist, dass es eben noch da viele, viele Optimierungen gibt und viele Erleichterungen innerhalb der GmbH. Und da gehen wir jetzt mal drauf ein. Wir haben generell, wie gesagt, das sind diese normalen Steuersätze. Und jetzt gucken wir uns mal die ganzen Steuererleichterungen an. Und besonders interessant wird das bei Aktien. Da gehe ich mal einmal drauf an. Es gibt diesen Paragraph 8b. Und der sieht vor, dass wenn eine Kapitalgesellschaft an einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt ist, möchte dieser Paragraph Doppelbesteuerung vermeiden. Und der stellt 95% der Gewinne steuerfrei. Wie funktioniert, beziehungsweise 5% werden angesetzt. Wie funktioniert das? Ihr verdient 100 Euro. Und von diesen 100 Euro werden nur 5 Euro angesetzt und auf diese 5 Euro zahlt ihr die 30%, die die GmbH zahlt. Dann landet ihr ungefähr bei 1,54%. Und das gilt bei Veräußerungen immer. Das heißt, ihr könnt um 11 Uhr kaufen, um 11.02 Uhr verkaufen, kein Problem.
Das gilt übrigens auch, wenn ihr Short geht, eben nicht nur, wenn ihr Long geht. Und eigentlich gilt das auch für Dividenden, aber bei den Dividenden hat der Gesetzgeber so ein bisschen was eingebaut, was doof ist. Er hat nämlich gesagt, diese 95-prozentige Steuererleichterung, die gibt es nur, wenn man mehr als 10 bzw. 15% der Tochtergesellschaft besitzt. Das trifft auf Unternehmer zu. Deswegen auch immer die Empfehlung für Unternehmer, wenn ihr ein operatives Geschäft habt, haltet das nicht privat, sondern setzt die Holding drüber. Weil was passiert dann, wenn ich das operative Geschäft verkaufe? Geht der Verkaufserlös an die Holding und die Holding zahlt dann eben nur 1,54% Steuern. Das ist genau das, was ich gemacht habe, als ich damals meine Firma 2016 verkauft habe. Und das Gleiche geht dann auch mit Dividenden, wenn man mehr als 15% besitzt. Dann schiebt man Dividenden hoch, zahlt auch nur die 1,5% und damit kann man eben sehr, sehr gut, sehr gut arbeiten. Das lohnt sich aber nur bei operativen Geschäften. Wenn ihr eh nur Wertpapiere macht, dann macht die Wertpapiere in der Holding, weil die zweite in der oberen Gesellschaft macht gar keine drunter, weil sonst habt ihr einfach nur doppelte Kosten. Ja, und das ist dieser Paragraph 8b. Das ist wirklich toll, weil der führt eben dazu, dass ihr sowohl auf Short- als auch auf Long-Geschäfte nur 1,54% auf die Verkaufserlöse der Aktien zahlt, während das privat eben richtig teuer ist. Und wenn ihr mal anguckt, ich werde immer gefragt, wie wird das berechnet, ja? Ganz interessant, also stellt euch vor, ihr habt hier Handelsbilanz, ist immer das echte Ergebnis, ja. Und ihr habt hier mal ein Beispiel, ihr habt 300.000 Euro eingenommen mit Kursgewinn, 10.000 Dividenden und ihr habt 50.000 Kursverluste gemacht. Jetzt werden hiervon für 5% angenommen, ja, einmal für die Körperschaftssteuer, einmal für die Gewerbesteuer und die werden sozusagen so überführt, die Dividenden gehen voll rein, Kursverluste sind nicht steuerlich absetzbar in der GmbH und dann habt ihr hier diese zwei Steuersätze, ne? Körperschaftssteuer, Soli, Gewerbesteuer und dann stellt ihr fest, hier habt ihr dann eine Steuerlast von irgendwie gut 8.000 Euro und dann habt ihr einen Gewinn von 242.000. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal privat an. Privat wird halt alles voll versteuert. Ihr könnt aber die Verluste geltend machen. Steuersatz 26,375%. Zahlt da fast 70.000 Euro Steuern. In diesem Beispiel seht ihr dann, habt ihr 61.000 Euro mehr Geld, also wirklich echtes Geld, was ihr neu investieren und neu anlegen könnt in der GmbH im Vergleich zum Privatvermögen. Und das ist eben das Schöne an diesem Paragraph 8b. Der ist wirklich super, super hilfreich. Auch da, das ist genau das, was dieser Aktienrechner berücksichtigt. Ja, der vergleicht eben, ihr baut ein Aktienportfolio privat auf oder in der Firma und konsumiert dann einen konstanten Betrag runter. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch den an. Nächster Punkt, Termingeschäfte. Wir haben ja ein ganz, ganz blödes Gesetz gekriegt, nämlich die Verlustverrechnungsbeschränkung. Die Verlustverrechnungsbeschränkung gilt für Optionsgeschäfte, Swaps, Devisentermingeschäfte, Forwards, Futures und CFDs, allerdings nicht für Zertifikate und Optionsscheine. Das will ich da einmal kurz sagen. Und privat könnt ihr eben nur noch Verluste bis 20.000 Euro anrechnen, während ihr in der GmbH unbeschränkt Verluste anrechnen könnt. Das heißt, je nachdem, wie ihr tradet, ist es gerade, wenn ihr eigentlich risikoarm tradet und immer noch einen Gegentrade aufbaut, dann führt das ja immer dazu, dass zumindest ein Leg Verluste macht. Und wenn das eben mehr als 20.000 Euro im Jahr werden, dann kann man das steuerlich privat nicht mehr ansetzen. Generell ist aber so, in der GmbH werden die voll besteuert, also mit den 30%. Aber wieder der Hinweis, es wird nicht das einzelne Termingeschäft besteuert, sondern der Gewinn am Ende. Und mit der GmbH kann man diese Verlustverrechnungsbeschränkungen eben umgehen. Ja, und das machen sehr, sehr viele unserer Kunden. Also für viele Trader ist die GmbH ein ganz wichtiges Tool, um weiterhin vernünftig traden zu können. Und Felix? Das merke ich. Bitte?
Felix, kurze Frage von mir. Das ist sicherlich auch direkt jetzt passend, weil du vorher dieses Aktienthema hattest und die Frage reinkam, ob dieser 95% Discount auch auf Termingeschäfte gilt. Das hast du jetzt schon auseinandergedröselt, dass das zweierlei ist mit der Aktienbesteuerung und den Termingeschäften. Ich denke, das hat sich jetzt dadurch geklärt, aber wollte ich nochmal bringen, weil gerade der Punkt eben reinkam, wo da der Unterschied ist, beziehungsweise ob das eben auch für Termingeschäfte gilt. Das ist schon eine Unterscheidung. Ja, also das klassische Termingeschäft unterliegt eben nicht den 8b. Der 8b ist wirklich für Kapitalgesellschaft, besitzt Kapitalgesellschaft. Es gibt aber einen Trick. Wenn ihr einen Call macht und könnt ihr ja am Ende die Option verkaufen und kriegt die Optionsprämie. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, euch die Aktie andienen zu lassen und dann die Aktie zum Strike zu kaufen. Und wenn ihr die dann wieder verkauft, dann ist das eine Aktientransaktion. Das heißt, unsere Kunden üben eigentlich gerne Optionen aus, weil es dann eine Aktientransaktion ist und dann unter dem 8b liegt. Ja. Das ist sozusagen die Hybridvariante. Privat übt man ja eigentlich nie aus. Wofür? Ja, weil es eben gleich besteuert wird, privat. Okay, danke dafür. Der Harald hat noch eine Frage. Ich denke, da kommst du jetzt auch, wenn wir über diese Besteuerung in Sachen Finanzmarktgeschäfte hinaus sind, vielleicht nochmal drauf hin. Andererseits sind wir da vielleicht schon drüber rübergehuscht. Und zwar, würde denn bei einer VV GmbH, so kürze ich das direkt mal ab, eine Betriebsprüfung auch durchgeführt? Zum einen, fragt der Harald, und zum anderen umsatzsteuerpflichtig. Also ist die VV GmbH umsatzsteuerpflichtig? Also eine GmbH wird dann umsatzsteuerpflichtig, wenn sie umsatzsteuerpflichtige Umsätze hat. Das heißt, wenn du anfängst, Beratungsrechnungen etc. zu schreiben, dann ja. Wenn du nur Wertpapiere machst, dann nicht. Betriebsprüfungen kommen vor, werden stichprobenartig gemacht. Im Schnitt kann man sagen, man kommt so alle 7 Jahre mal ran. Ist aber nichts Schlimmes. Also es ist heute so, heute ist es eigentlich so, dass der Finanzbeamte sich die Buchhaltungsdatei vom Steuerberater zieht. Also der geht gar nicht mehr durch Papierbelege und kommt in der Regel auch nicht vorbei. Genau, das ist immer ein Hoch auf die Digitalisierung in dem Kontext. Naja gut, die Datei muss man per CD hinschicken. Also so viel zum Thema Digitalisierung. Diskette geht runter. USB-Stick geht runter. Okay, nice to know. Nice to know. Dann noch eine Frage gleich im Anschluss, weil du noch beim Thema Termingeschäfte bist. Und zwar, wie ist es mit Zertifikaten und strukturierten Produkten? Das hast du ja zwischenzeitlich gezeigt. Da hat ja die Lobby, sag ich mal, der Emittenten, gerade mit solchen, ja, wie sagt man es, Knockout, Turbo, Bulls, Bears, also mit den kreativen Emittentenprodukten als Banklobby da so einen, ich sag mal, die Lücke gefunden, um aus dem Gesetz rauszuschlüpfen. Aber in Sachen Transparenz lassen natürlich solche Produkte ja wenig zu. Das gilt ja auch für die Optionsscheine. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht zu vergleichen mit Optionen, aber da mal den Ball an dich. Wie ist das mit Zertifikaten und strukturierten Produkten? Unterliegen nicht der Verlustverrechnungsbeschränkung. Genau, das hat sie vorhin, das war genau die, ich sag mal, die Bankenlobby hat da saubere Arbeit geleistet, weil im Erstentwurf waren sie nämlich dabei. Und dann haben sie es geschafft, aus, ja, nennen wir es mal, Politikum oder auch Lobbyarbeit, sich da ein Stück weit rauszudrücken. Inwiefern das sinnvoll ist, mag man bezweifeln. Ähnliches Thema mit ESMA und der Hebelbeschränkung, während eben solche strukturierten Produkte durchaus noch Hebel von 500 oder sogar 1000 aufweisen können, haben sie ja praktisch bei den CFDs und dergleichen im Retail-Bereich die Hebel da massiv eingeschränkt. Aber da wird mit zweierlei Maß gemessen, das muss man ganz klar sagen. Jetzt nochmal eine Frage vom Jan, direkt nochmal angestreut an die Termingeschäfte. Und zwar, Felix, direkt für dich natürlich, kann ich in einer Holding Termingeschäfte tätigen, welche wiederum zu 50% an einer vermögensverwaltenden Immobilien GmbH beteiligt ist? Und wäre es möglich, das Kapital für den Vermögensaufbau in der IMO GmbH per Darlehen aus der Holding bereitzustellen? Beides okay. Du kannst über die IMO GmbH Wertpapiere anlegen, du kannst auch über die Holding Wertpapiere anlegen. Super. Kein Problem. Super. So, ich gehe jetzt noch einmal hier drauf ein. Also wir haben hier dieses Beispiel. Ja, ihr habt 90.000 Euro Gewinne aus Optionen gemacht, 60.000 Verluste. In der GmbH werden die dann in diese Gewerbesteuer- und Körperschaftsteuerbilanz überführt. Ich habe wieder die Kosten drin. GmbH-Verwaltung, Zinsen, Software-Tools, bisschen Fortbildung, Geschäftsreisen. Privat
ist es eben so, dass ich zwar 60.000 Euro Verlust mache, kann aber nur 20.000 steuerlich ansetzen, kann gar keine Kosten geltend machen, sondern wieder nur die 801 Euro. Und wenn ihr das runterrechnet, ja, fallen hier, wenn ihr das mal zusammenrechnet, fallen knapp 5.000 Euro Steuern an und ihr habt 11.000 Euro Gewinn gemacht. Hier ist es ganz, ganz bitter, weil der zu versteuernde Gewinn dann bei 69.000 Euro liegt, während ihr aber real, wenn ihr das hier zusammenrechnet, habt da 33.000, habt da hier so ein bisschen Gewinne gemacht, eigentlich gar nicht so schlecht, ja. Und am Ende, hierauf werden dann die 26% Steuern gezahlt, also das sind 18.000 Euro Steuern, bleiben hier 49 Euro übrig. Da hat also die GmbH in diesem Rechenbeispiel einen Steuervorteil von 11.000 Euro. Und das passiert eben dadurch, einmal, dass ich die Kosten nicht ansetzen kann, aber vor allem dadurch, dass ich die Verluste nicht komplett geltend machen kann und einfach auf diesen Verlusten sitzen bleibe steuerlich. Auch dafür haben wir einen Steuerrechner, den könnt ihr euch auch auf unserer Webseite angucken, der sagt euch dann, ob sich das lohnt. Generell kann ich sagen, faustformelmäßig, das lohnt sich so, sobald ihr 40.000 Euro Verluste aus einzelnen Trades macht. Ja, dann solltet ihr euch die GmbH angucken. Ich habe hier nochmal einen Überblick über die Steuersätze. Ja. Ihr habt bei Firmenbeteiligung in der GmbH eben die 1,5. Ihr habt bei den Kursgewinnen die 1,5%. Termingeschäfte werden voll besteuert. Dividenden werden voll besteuert, wenn es eben Streubesitz ist. Und wo die GmbH noch ganz interessant ist, ist hier bei Immobilien. Bei Immobilien bis bei 16% gegenüber Einkommensteuer privat. Wenn ihr die, ich lasse das mal hier drin, dann könnt ihr euch hinterher noch mal in Ruhe angucken. Und ich habe jetzt hier noch mal ein Rechenbeispiel, wo ich so alles reingebracht habe, wo ihr das noch mal sehen könnt. Wir haben hier ein paar Gewinne aus Aktienverkäufen, ein paar Verluste, Dividendeneinnahmen, ein bisschen Aktienfonds, Optionsgeschäfte, Verluste aus Optionen, ein bisschen Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und dann wieder die Kosten. Was ist bei der Überleitung interessant? Generell ist das so, hier habt ihr wieder die 95%ige Steuerfreiheit, deswegen kommen hier nur 1.500 rüber. Verluste sind nicht, kann man nicht absetzen. Dividendeneinnahmen gehen voll rein. Aktienfonds haben diesen besonderen, haben noch eine Teilfreistellung, ja, von, deswegen haben die einen etwas niedrigeren Steuersatz. Die Optionen werden voll reingerechnet. Was interessant ist, wenn ihr Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung habt, also aus Immobilien, wird keine Gewerbesteuer fällig, aber Körperschaftssteuer. Und dann habt ihr die Kosten. So, und dann seht ihr, habt ihr hier real 3.500 Euro Gewinne gemacht nach den ganzen Kosten, habt aber hier eine Steuerlast drauf. Und was ganz interessant ist, ihr habt hier einen Verlustvortrag. Das heißt, obwohl ihr 3.500 Euro Gewinne gemacht habt, habt ihr steuerlich erstmal 10.000 Euro Verlustvortrag. Das ist gut, die könnt ihr euch mit Gewinnen zukünftiger Jahre verrechnen. Und woher kommt das? Das kommt eigentlich durch diesen 8b. Ihr habt nämlich hier gute Gewinne gemacht, müsst davon aber kaum Gewinne besteuern. Ich habe diesen Fall in meiner GmbH durchgehend. Ich habe mittlerweile, mein GmbH ist 14 Jahre alt, und ich habe mittlerweile siebenstellige Gewinne gemacht und habe immer noch 80.000 Euro Verlustvorträge drin. Das heißt, ich habe auf GmbH-Ebene bis heute noch nie Steuern gezahlt. Und das kommt halt eben genau dadurch, dass eben sehr viel Steuer begünstigt ist. Hier nochmal im Vergleich privat, ja, was passiert? Ich kann das alles gegenrechnen. Ja, hier mit den Verlusten aus Optionsgeschäften sind nur 3.000 Euro, komme ich noch nicht mal in die Problematik der Verlustverrechnungsbeschränkung. Ja, also hier ein sehr humanes Beispiel. Hab dann eben auch die Kosten der GmbH nicht. Aber hier seht ihr dann, was tatsächlich passiert. Hier zahlt ihr 11.000 Euro Steuern. Hier gar nichts, ja, dann habt ihr mal so den Vergleich. Wir schicken das alles noch rum, könnt euch noch mal in Ruhe angucken. Und dann will ich jetzt zum Schluss noch ein paar Worte zu Right loswerden, bevor wir die Fragerunde noch groß eröffnen. Also unser Ziel, ja, viele reiche Leute nutzen dieses Konstrukt, aber es wurde eigentlich nie der Masse angeboten. Genau das ist unser Ziel, ja, wir bauen eben Softwareprodukt dafür,
das auch, und um das der Allgemeinheit zugänglich zu machen, wir haben eigentlich ein komplettes Produktuniversum rund um die VV GmbH. Wir gründen GmbHs, wir haben sofort GmbHs, wenn ihr schnell eine braucht. Wir haben Admin-Service mit Jahresabschluss, Steuererklärung zum Festpreis. Ganz wichtig, wir haben die Wertpapierverbuchung auch mit JFD. Das heißt, wir lesen all eure Trades aus und machen die doppelte Buchhaltung automatisch. Ihr könnt bei uns für die GmbH ein kostenloses Bankkonto kriegen. Mittlerweile vermitteln wir auch Kunden an Venture Capital Fonds. Und wir haben eine Community mit über 700 GmbH-Kunden, die sich die ganze Zeit zu ihren Trading-Strategien, Firmenwagen etc. austauschen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, also ihr könnt uns einfach schreiben an fragen@rightcapital. Ihr könnt auf unserer Webseite ein kostenloses Beratungsgespräch buchen und dann gehen wir da mal, können wir da gerne näher drauf eingehen. Und vielleicht noch einmal ganz zum Schluss mein Tipp, wie man das alles so macht. Schritt 1 natürlich die GmbH gründen, dann den Rahmenkreditvertrag abschließen, um Geld in die GmbH zu legen. Dann die Kosten in die GmbH verschieben und den privaten Konsum senken, also mehr in der GmbH, weniger privat. Das, was man privat spart, legt man auch noch in die Firma ein. Dann kauft man Assets. Natürlich sollte man die gut kaufen und gucken, dass man auch tatsächlich Gewinne macht. Diese Gewinne dann immer wieder reinvestieren, in der Zeit Gewinne und in der Zeit Gehalt und Auszahlung möglichst gering halten und dann immer die Geschäftstätigkeit ausweiten. Weil je mehr Geschäft ihr macht, desto mehr Kosten könnt ihr auch verschieben. Also ich habe zum Beispiel Immobilien in der GmbH, deswegen kann ich auch einen Akkuschrauber drüber kaufen und das einfach immer weiter betreiben. Ja, das funktioniert. Und natürlich, wenn ihr das dann macht, dann könnt ihr einfach auch Write das JFD-Depot zufügen. Ja, das heißt, gebt dann eben die Zugangsdaten ein, dann kriegen wir die Daten, können das alles bearbeiten. Ist auch einfach erklärt. Generell vielleicht noch ein Wort zur Timeline. Wir brauchen, wenn ihr jetzt bestellt, dann machen wir Anfang Januar einen Notartermin, im Dezember kriegen wir keine mehr. Und dann brauchen wir ungefähr bis Ende Februar für die Gründung. Und dann kannst du ab März aktiv sein. Natürlich kannst du auch eine Vorratsgesellschaft kaufen. Das heißt, wir haben fertige Gesellschaften, die kannst du kaufen und am nächsten Tag lostraden. Das geht dann schneller, ist aber ein bisschen teurer. Aber im Prinzip habt ihr jetzt die Möglichkeit, ab Ende Februar, Anfang März loszulegen und einfach steueroptimiert ins neue Jahr zu starten. An dieser Stelle gleich dann schon mal Danke. Ja. Wie gesagt, ihr könnt ein kostenloses Beratungsgespräch auf unserer Website buchen. Wir haben auch den Live-Chat tagsüber immer live. Und sonst kann ich fragen@right.capital empfehlen. Und jetzt bin ich bereit für alle Fragen, die ihr noch habt, die nicht beantwortet wurden bis jetzt. Super, Felix. Danke dir erstmal. Ich habe auch zwischenzeitlich schon die Landingpage auch mal geshared im Chat. Sollte bei jedem angekommen sein, wobei Jörg hat sie nochmal separat bekommen. Da ist auch das Erstgespräch nochmal verbunden und scheut euch nicht, in den Kontakt zu treten. Macht in jedem Falle Sinn, um auch, sage ich mal, Individualfälle zu besprechen. An der Stelle, wie gesagt, gibt es ja auch bei uns, wir haben auch die Muster GmbH, wie wir sagen, Vorratsgesellschaft auch schon aufgelegt. Die ist bei uns ja in der Tat fertig. Also wer es jetzt nicht erwarten kann, wie Felix gerade darstellte, sozusagen relativ zügig und sozusagen schon die schlüsselfertige GmbH aufzunehmen, der kann sich da an eben Right wenden, / uns. Das ist genau der Punkt, wo wir da tatsächlich auch ein Asset sehen. Ich habe tatsächlich noch jetzt abschließend ein paar Fragen und zwar Besteuerung, Unterschied, Operat. Gibt es in der Besteuerung einen Unterschied zwischen einer operativ tätigen GmbH und einer ausschließlich VV GmbH? Das ist das, was du geklärt hast. Umsatzsteuer zahlt man ja nur, wenn man sozusagen noch beratende Tätigkeiten macht, ne? Oder? Klar, also Umsatzsteuer ist ein Thema und ansonsten erstmal sind alle Steuersätze gleich. Aber ihr habt halt je nach Asset-Klasse andere Steuersätze. Also wie gesagt, eine Unternehmensbeteiligung wird halt dann am Ende anders besteuert als das operative Geschäft. Aber eine GmbH ist eine GmbH. Dieses ganze Vermögensverwalten und so ist einfach nur eine umgangssprachliche Bezeichnung, keine juristische. Dann jetzt auch eine Frage, die sicherlich auch den einen oder anderen umtreibt, und zwar berät Right auch über Firmengründung aus Deutschland hinaus, also im Rahmen der EU, oder ist der Fokus nur Deutschland? Der Fokus ist nur Deutschland. Wir haben allerdings sehr viele ausländische Gesellschafter, also Ausländer, die sich an der deutschen GmbH beteiligen.
Das gibt es, aber wir beraten nicht für Deutsche, die ins Ausland gehen wollen. Okay, das beantwortet. Ich habe sogar zweimal die Frage. Und dann eine Frage, ist die Holding, die die GmbH besitzt, eine separate GmbH, die gegründet werden muss, also praktisch zwei juristische Personen? Ja, genau. Und das bedeutet auch, dass da das mit mehr Kosten einhergeht. Und wer einfach nur Wertpapiere anlegen will, der braucht nur eine Gesellschaft. Wir empfehlen die Holding-Konstrukte ausschließlich für Unternehmer, die ein operatives Geschäft haben, die sozusagen Geldanlage und operatives Geschäft da zusammenbringen wollen. Okay. Welche Steuern und Kosten fallen an, wenn die GmbH, wenn also der Gründer die GmbH wieder auflösen will, bezüglich Vermögenszuwachs und Rückführung des eingebrachten Kapitals? Also ich denke mal, die GmbH aufzulösen ist ja nicht Sinn und Zweck einer Gründung, aber das mal gefragt, Steuern und Kosten. Also generell ist es so, du hast ja alles, wenn du eine GmbH liquidierst, dann hast du ja einmal Geld reingebracht. Das Geld, was du reingebracht hast, wird nicht versteuert, sondern die Differenz, also der Wertzuwachs. Und dieser Wertzuwachs wird besteuert mit Teileinkünfteverfahren. Das sind 60% der Einkommensteuer. Also landest du ungefähr bei 27-28%. Aber nur auf den Wertzuwachs, ja, nicht auf das gesamte Vermögen der GmbH. Und da war auch immer der Tipp, wenn du viel mit Gesellschafterdarlehen gearbeitet hast, dann ist die Firma gar nicht so viel wert. Andere Frage, Wegzugsbesteuerung ist meines Erachtens immer nur für operierende Gesellschaften mit wirklich Grundfirma und was weiß ich nicht, also Firmenbesitz oder so. Aber hier eine Frage auf die VV GmbH, würde eine Wegzugsbesteuerung auf das Kapital der Gesellschaft, also sprich das Depot anfallen, wenn man sozusagen dann Deutschland verlässt? Ja, also die Firma wird bewertet und dann fällt auch die Wegzugsbesteuerung an. Wer das umgehen möchte, es gibt da immer einen guten Trick. Der Trick ist, eine Familienstiftung zu gründen und dann die GmbH unter die Familienstiftung zu hängen. Die Familienstiftung schützt vor Wegzugsbesteuerung. Das Gleiche ist mit Lebensversicherungsmänteln. Aber eine GmbH selber wird unterliegt, also deine GmbH-Anteile unterliegen, wenn du sie privat hältst, der Wegzugsbesteuerung. Mhm. Perfekt. Die Aufzeichnung stellen wir wieder zur Verfügung, weil ich gerade die Frage reinbekomme, können wir dieses Recording und die Slides bekommen? Slides obliegt Felix, wenn du eine E-Mail schreibst an Wright, mag es sein, dass Felix dir das in eine PDF packt und zuschickt. Ansonsten würdest du es gerne ein zweites Mal anhören. Also da schicke ich dir auch mal unseren YouTube-Link rein. Kannst du direkt die Playlist auch früherer Aufzeichnungen gerne mal anschauen. Ansonsten auch die Aufzeichnung von heute dürfte, wenn alles gut läuft, morgen schon online sein, wegen der Konvertierung hochladen. Aber es ist heutzutage kein Hexenwerk mehr. Deswegen denke ich, das müsste morgen schon online sein. Aber den Link stelle ich dir gleich rein. Und ansonsten nochmal zurück eine Frage. Ist eine Holdingstruktur sinnvoll für einen Daytrader, eine Holdingstruktur? Nee. Klare Antwort. Also wie gesagt, wirklich nur, wenn ihr noch operativ tätig seid oder Immobiliengesellschaften habt, das hängt ihr unter die Holding. Wenn ihr einfach nur Wertpapiere habt, braucht ihr keine doppelte GmbH-Struktur. Jetzt kommt noch eine Frage von Martin. Das Thema Steuern hatten wir beim letzten Event. Da ist ja 23 in Sachen Futures, was anberaumt wurden. Und da heißt es hier, es ist absehbar, dass Futures ähnlich wie CFDs beschnitten werden, um die Nachschusspflicht zu vermeiden. Könnte man das auch durch eine Kapitalgesellschaft ebenfalls umgehen? Also nicht durch eine Kapitalgesellschaft. Man kann sich als professioneller Trader einstufen lassen. Ich glaube, da weißt du besser, was die Regeln sind. Ich glaube, wenigstens 500.000 Euro. Erzählst du gleich. Aber die GmbH selbst schützt davor nicht. Und ansonsten ist es eben so, Futures dürfen demnächst nur noch angeboten werden, entweder an professionelle Investoren oder wenn die Bank die Nachschusspflicht ausschließt, was ja bei CFDs schon der Fall ist. Und da bin ich gespannt, welche Banken da wie drauf reagieren. Ja, was natürlich dann passiert, wenn die Banken das Risiko der Nachschusspflicht haben, dann werden sicherlich die Risikobewertungen anders sein und die Margin-Anforderungen härter werden. Ja, davon ist definitiv auszugehen. Und ja, zum Thema, wann man professionell ist, gebe ich jetzt gerne ab.
Genau, also das ist immer die Frage, ob man den großen Hebel eben braucht, aber die Nachschusspflicht und dergleichen sind natürlich da genau ein Thema. Grundsätzlich ist es so, die 500.000 hatte der Felix schon benannt, die tatsächlich, da zählen auch Aktienbestände dazu im Übrigen, als Grundlage herrschen. Aber es gibt eben auch noch zwei Kriterien, die erfüllt werden sollten. Das ist einmal ein gewisses Handelsvolumen, also eine gewisse Handelsfrequenz, die man an den Tag legen muss oder soll, um praktisch als Profi eingestuft zu werden. Und Schrägstrich, dann kommt noch ein Punkt dazu, dass man sozusagen das Ganze professionell betreibt. Und das ist bei uns oder auch generell in der Branche eine relative Grauzone. Also wir prüfen in der Tat, wenn jemand sich vom, ich sag's mal, Retail-Trader mit geringerem Hebel und eben der Nachschusspflichtkomponente sozusagen zum Profi machen will, dann ist das immer ein Individualfall, der geprüft wird. Aber ich will sagen, wenn man, ich sag mal, eine gewisse Trading-Frequenz hat und jetzt kommt's, das Ganze dann auch am Stück über 12 Monate vollzieht, also sozusagen jetzt nicht der Hardcore-Daytrader ist, aber durchaus mehrmals die Woche tradet, das auch mit einem gewissen Volumen, also da redet man nicht über Centbeträge, sondern durchaus Euro, aber es müssen auch keine 50.000 Euro Trades sein. Summa summarum kann man da auch mal direkt über JFD anfragen, da gebe ich da gerne noch mal ein paar detailliertere Ausführungen, aber schlussendlich ist es so, wenn man eine gewisse Trading-Frequenz hat und das über ein Jahr nachweisen kann, dass man regelmäßig gehandelt hat, dann zählt das Ganze nämlich auch nicht mehr als reines Hobby. Zudem ist, wenn man Gewinne erwirtschaftet, das dann auch steuerlich in einen anderen Fokus fällt, sodass man hier in Anführungszeichen ohne die Eurex-Ausbildung oder wirtschaftlich geprüfter Wertpapierhändler sozusagen auch in diese Riege kommt, dass man Berufserfahrung hat und dann hat man sozusagen zwei Punkte abgedeckt von diesen dreien und bräuchte theoretisch die 500.000 Euro Vermögen gar nicht mit nachweisen. Also vielleicht ein Stück weit zu kompliziert erklärt. Es gibt aber da tatsächlich Wege, diesen Pro-Status sozusagen abzufragen. Das ist noch nicht mal groß kompliziert. Man sollte aber eben aktiverer Händler sein. Also Buy and Hold ist jetzt nicht unbedingt das, der jene, welche in die Kategorie fällt. Wobei natürlich langfristige Sparen sind. Futures Buy and Hold, ja. Das ist richtig. Bei uns ist aber in der Tat so, viele schielen halt auch auf den hohen Hebel, der ja auch gerade im professionellen Bereich gar nicht so gewünscht ist, weil der Hebel geht natürlich in beide Richtungen. Und wenn man mit hohem Hebel, also mit einer Einlage sozusagen spekuliert, die man ja sozusagen geliehen kriegt vom Broker und es geht dann nach hinten los, dann ist das natürlich dann nochmal die doppelte Retourkutsche. Deswegen muss man da aufpassen, also ob man es wirklich braucht, sei mal dahingestellt, hängt auch immer von der Anlagestrategie und dem System ab. Aber ansonsten nochmal eine Frage. Auch vielen Dank, kommt gerade rein an JFD und Wright. Das freut uns an der Stelle. Jetzt fragt Andreas gerade nochmal, Buy and Hold im Vergleich GmbH und Privat. Da sind Dividenden natürlich das große Thema bei Aktien jetzt speziell, ne? Ja, also wie gesagt, Buy and Hold, ich werde ja, auch wenn ich lange halte, dann steigen ja in der Regel auch die Kurse, vor allem, weil ja immer ein Teil der Gewinne auch thesauriert wird von den Firmen. Und wie gesagt, mit den Dividenden, da habe ich dann den 8b und die Dividenden kann ich halt eben mit den ganzen Kosten verrechnen. Also die GmbH lohnt sich auch absolut für Dividendentitel, die man lange hält. Und irgendwann liquidiert man halt, ne? Und wenn man liquidiert, dann fallen halt Steuern an, ja. Und selbst wenn man eine Aktie 10 Jahre liegen lässt, zahlt man halt auf die Wertentwicklung der 10 Jahre am Ende, dann wäre die 26,375% oder die 1,5% Steuern. Ich zahle lieber die 1,5. Großer und wichtiger Unterschied. Also an der Stelle tatsächlich fast eine Punktlandung, Felix, weil ich sehe jetzt momentan im Orbit unseres Chats jetzt tatsächlich keine offenen Fragen mehr. Sollte ich da die eine oder andere übersehen haben, weil es sind schon ein paar reingekommen, wie gesagt, dann gern nochmal melden. Aber nutzt auch diese Möglichkeit, gerade jetzt hier so in diesem digitalen Raum, dass wir in den Interaktionen gehen können. Auch klasse, Felix, stehst immer da Gewehr bei Fuß. Hast im Prinzip aufgrund deiner Erfahrung, deinen Skillfaktor natürlich immer eine Antwort parat. Freut mich sehr, dass wir da tatsächlich zusammengekommen sind und dass wir, wie gesagt, das Ganze dieses Jahr haben eröffnen können und jetzt sozusagen noch beenden, weil zwischenzeitlich war ja, sagen wir mal, einer aus eurem Team und einer aus unserem Team immer mal auch zugange. Also es war nicht immer die Synchronität mit uns beiden. Ja, aber das wollte ich nicht nehmen lassen. Als hättest du es gewusst. Ich war bei mir auch nicht 100% sicher, ob es heute sich ausgeht, aber wie es so ist, du bist auf Reisen, ich bin auf Reisen, man ist manchmal eben verhindert, aber wir haben ja ein Team, was dann eben auch reinspringt und wie gesagt, nächstes Jahr wird es von der Frequenz her weniger, aber vom Inhalt, und das ist, habt ihr heute mitbekommen, wirklich saftig, aber da gehen wir dann auch speziell nochmal Vorausblick direkt aufs nächste Jahr, schon mal auch auf die, das fand ich ein tolles Webinar, das haben auch wir zusammen gemacht damals, Felix, also vor nicht langer Zeit in diesem Jahr, wo es um die beliebtesten Assets ging.
Also aus eurem Hause, aus unserem Hause, sprich, welche Aktien wurden gehandelt, wo war das meiste Volumen und solche Sachen. Das werden wir nächstes Jahr nochmal direkt für 2022 nochmal komplette Revue passieren lassen. Und dann freue ich mich, wenn du Zeit hast, Felix, im März wird das sein oder eben ein anderer Kandidat. In jedem Fall werden wir da das Thema aufrollen und vielleicht auch noch eine halbe Stunde vielleicht drauflegen für längere Fragen an der Stelle. Und jetzt zum Abschluss kommt gerade noch rein, kann man nur Cash in der VV GmbH einbringen oder auch Wertpapiere übertragen? Das ist auch mal eine wichtige Abschlussfrage. Das kannst du machen, was ein bisschen eklig ist. Du musst dann halt immer dokumentieren, was waren die Wertpapiere am Übertragungstag wert, muss der Steuerberater buchen. Macht einfach Arbeit. In der Regel ist einfach verkaufen, Cash einzahlen einfacher, aber du kannst auch einfach die Werte übertragen. Und ein Hinweis, wenn du private Werte überträgst, du löst die stillen Reserven auf und das wird auch besteuert, die bis dahin angefallenen Gewinne. Also genauso besteuert, als du verkaufen würdest und neu anlegen. Mhm. Genau, dann haben wir es an der Stelle geklärt. Ich danke dir, Felix. Es war mir eine Freude, dass wir uns, wie gesagt, zufällig nochmal gesehen haben. Ich kann dir euch die Eltern noch schicken. Danke in den Norden auf ein neues Jahr mit viel Geschäft und auch viel Aufklärung. Wir werden immer mit Gesetzen und Steuern zu tun haben. Das heißt, das ist ein Thema und wie du auch so richtigerweise sagst, das ist mit der größte Apparat an Kosten, wo wir wirklich was tun können, um unser Vermögen zu mehren, wenn wir genau in den richtigen Stellschrauben da ansetzen. Und insofern Respekt an dich und deine Firma. Ihr seid gewachsen, auch massiv. Ich weiß noch, wie es losging. Jetzt dann schon bald auf der Tausenderlinie unterwegs. Das muss man schon mal als Brett beweisen. Wir sind jetzt bei 1500 betreuten Gesellschaften. Wir haben 1000 GmbHs gegründet. 1500 sind eben jetzt da, weil eben auch Bestandsgesellschaften zu uns kommen. Und wir sind jetzt, wir betreuen jetzt 700 Millionen Euro an Kundengeldern sozusagen nach 2 Jahren. Ja. Das spricht für den Bedarf und also die Milliarde steht auch schon vor der Tür, sage ich mal, in Sachen Volumen unter dem ganzen, sage ich mal, Konstrukt. Aber spannend tatsächlich, ich dachte, die 1000, dass ihr die schon geknackt habt, ich hatte irgendwie die 700, 800 im Kopf, aber jetzt seid ihr da schon drüber gehuscht, also Respekt an der Stelle. Erfolg gibt euch recht, ich würde an der Stelle, wie gesagt, sagen, nutzt einfach die Möglichkeit, mit Right in den Kontext zu gehen. Wie gesagt, Schlüsselgesellschaft für morgen zum Aufschließen wäre da, ansonsten der Weg kein langer, wir sind auch hier konnektiv unterwegs. Und dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank dir, Felix, und dir eine ruhige Weihnachtszeit, wohin auch immer es geht. Vielleicht musst du ja nach Singapur reisen, um praktisch dort geschäftstätig zu werden. Wir wissen es nicht. St. Anton. Na, so ein Zufall. Aber es ist eben so, dass man da auch das eine mit dem anderen verbinden kann. Also da freue ich mich auf jeden Fall, dass du einen kleinen Trip wieder da eingehst zum Jahresabschluss. Wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit mit den Liebsten, auch allen Zuschauern an der Stelle. Und wir hören und sehen uns dann in alter Frische im neuen Jahr wieder mit neuer Stärke und Power. Und dann bedanke ich mich. Ja. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao an alle. JFT, just fair and direct.